Ahoi Argonauten, willkommen zurück bei XCOM Chimera Squad. Und wir spielen heute einen Haupteinsatz, einen Violetten. Die Gesamtanarchie der Stadt City 31 ist auf 4 Punkte angestiegen. So, dann würde ich sagen, checken wir nochmal die Ausrüstung in der Waffenkammer. Wie sieht's denn aus, Axiom? Schrotflinte, Magazinerweiterung. Haben wir noch was? Nein. Körperpanzerung. Ja, Betäubungsgeschosse ist in Ordnung. Verge, unser Mann fürs Gehirn. Beziehungsweise für die Beeinflussung des Gehirns. Sieht auch ganz gut ausgestattet aus. Und der hat auch einen Vorstoßgegenstand. Also man kann an einem Vorstoßpunkt alle, das gesamte Team, um 2 Trefferpunkte heilen. Ist eigentlich sehr gut. Vielleicht sollten wir dann noch eins von kaufen. Klingt verlockend. Ja, ich denke, das werde ich tun. Genau. Das wird wahrscheinlich auch ein hammerschwerer Einsatz. Kostet 75, ja, können wir noch kaufen. Vielleicht brauchen wir es ja zweimal. Waffenkammer. So. Das sollte reichen. Hoffe ich. Ich denke, dann kann es auch losgehen. Ja, let's go. Wir haben noch eine Einheit untätig. Können wir da eigentlich noch was machen? Ich glaube, die Ausbildung ging gerade noch nicht, weil die noch nicht ein Level ausreichend hoch hat. Ja, genau. Spezialeinsatz läuft noch. Gut, dann gehen wir wirklich jetzt los in den Einsatz. Kommunikationsrelais sichern. Feinde könnten versuchen, die Infrastruktur zu sabotieren, wichtige Technik zu beschädigen oder Beweise für ihre Aktivitäten zu vernichten. Konzentrieren Sie sich auf feindliche Versuche, das zu zerstören, was Sie beschützen wollen. Halten Sie Ihren Angriffen stand. Okay, schwer. Es gab auch schon einen Einsatz, der war sehr schwer. Von daher habe ich ein wenig Hoffnung. Mal sehen. Aber es gibt auch schwere Einsätze, die sind auch sehr schwer, von daher. Die Polizei hat ein Relais für den Propagandafunk der Heiligen Spirale entdeckt. Wenn sie es finden und sicherstellen, können wir es zur Quelle zurückverfolgen. Auf nichts schießen, was blinkt. Verstanden. Okay, auf nichts schießen, was blinkt. Aber wir haben schöne Einstiegspunkte. Mit jede Menge Vorteilen, das ist schon mal gut. Gute Sicht. Gute Sicht ist für Zielsicherheit, logischerweise. Da könnte mal, Abseilpunkte, also wir kommen durchs Dach, okay, dann nehme ich mal Axiom. Ja, gute Sicht ist nochmal verfügbar, dann nehme ich mal Seevierkämpfer mit den Fäusten. Nehme ich mal Terminal und Überraschung. Betäuben.
Ah, okay. Dann nehme ich jetzt mal Verge, oder das ist ja das gleiche hier, okay. Dann nehme ich Zephyr. Und los geht's. Zwei Bewegungen. Bleibt hinter mir! Bewegung, Leute! Ach, durchs Fenster, okay. So Mission Impossible-mäßig. Ich glaube, das wird keine Mission Impossible. Okay, wen haben wir denn da? Ein Android überrascht. Das sieht aber sehr gut aus für den Chancen. Den könnten wir knacken. Tja. Viel Glück, Axiom. Jawohl. Haben wir geknackt. Sehr gut. Dann ein... Oh, ein Ronin. Die sind fies. Das sind so Nahkämpfer, so Ninja-mäßig. Oh. Den muss ich klein kriegen. Aber werde ich nicht schaffen jetzt mit einem Schuss. Aber ich muss ihn schwächen, klar. Und ich kann nochmal schießen. Also das mit dem Levitieren anheben aus der Deckung, das finde ich nicht so prickelnd bislang. Hat wenig gebracht. Ich kann ihn killen, ja. Bewusstlos. Noch besser. Gibt nämlich Informationspunkte. Ja, läuft ganz gut bislang. Aber nicht zu früh freuen. Liebe Freunde der gepflegten runden Taktik. Ah, das ist noch ein bisschen. Ach nee, der ist unbewusstlos. Okay, alles klar, das war der. Okay. Sieht ganz gut aus. Bislang. Also, sichere die umgewandelten Apartments? Finde das Relais, okay. Das mit den Apartments, okay. Ach so, die soll man einfach nur absichern, okay, alles klar. Das Relais finden und für Sicherheit sorgen, okay. Jetzt verstehe ich's. Also, wie viele Feinde haben wir? Ein Ziel nur noch. Ha, das ist gut, sehr gut. Also der Einsatz, ja, nicht zu früh freuen. Ich sag nichts. Axiom. Ich speichere mal. Ich sag's nochmal, es gibt gelegentlich Freezes bei den Kämpfen, aber sehr selten zum Glück. Ich glaube zwei, dreimal bislang. So, okay, wir müssen mal so ein bisschen hier Dampf machen. Adrenalinstoß ist ganz gut, da kann man nämlich die Fähigkeiten umklatschen und aufputschen. Öfter verwenden, weil das nicht die Runde beendet. Also ich kann jetzt ein paar Mal hintereinander aufputschen und die Wut steigern. Bereit für die Eins. Action! Zwei. Wer will was? Also beliebig oft, bis er ausrastet. Ich laufe einmal an noch. Angeheizt. Ich glaube, mehr traue ich mich jetzt nicht. Sonst macht er noch meine eigenen Leute kaputt, irgendwie. So. Zwei Gegner noch, sehe ich gerade. Also Teamarbeit ist ja für die ganze Mission, das speichere ich mal auf natürlich. Schießen kann ich nicht. Also Vorbereitung. Okay, das Geschütz hat keine Sichtlinie zum Glück. Terminal. Ich könnte den Purifikator nach hinten nageln, sozusagen mit Festnageln. Auf der Timeline. Macht Sinn. Also ist er ganz unten.
Gut. Ja, dann fangen wir mal so ein bisschen an zu ballern hier. Auch wenn es nicht so sicher was bringen wird, aber gut, immerhin. Immerhin. Daneben. Aber sie hat trotzdem Schaden gemacht. Weil sie, glaube ich, ein Sonder-Item bei sich hat. Oder eine Fähigkeit, eins von beiden. Ich glaube, eine Fähigkeit, dass sie trotzdem Schaden macht, auch wenn sie daneben schießt. Hat man ja gesehen. So, jetzt kommt Verge. Das ist gut. Jetzt kommt erstmal der Stumpfsinn. Stumpfsinn. Das war's für deinen Verstand. Wie wär's mit einem Gedankenschlag hinterher? Gratis. Ja, der hat's gleich hinter sich. Würde sagen. Den Rest besorgt Exium. Ja, sollte klappen. Oder kann ich ihn gleich umnieten? Geht auch. Klar. Hallo, Nachbar! Und tschüss. Was war denn das? Wer hat sich da bewegt? Irgendwer hat sich doch da bewegt, komischerweise. Das Geschütz kann sich gar nicht bewegen. Okay, habe ich nicht so ganz gesehen, war ja auch nicht in der Sicht. So, was können wir machen? Lähmungsschlag gegen das Geschütz? Ein bisschen riskant. Falls es nicht klappt. Ich glaube, das spare ich mir für die zweite Mission, also für den zweiten Einsatz, lieber ein bisschen die Kräfte auf. Also wir müssen auch das Relais finden. Wo ist denn das? Hier? Was blinkt? Aha. Oder hier? Wahrscheinlich hier eher. So, oder? Oder hier? Man kann ja auch Türen öffnen. Ein wenig tricky. Gut, schießen kann ich nicht. So, wie knacken wir das Geschütz? Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Mach Tempo! In Bewegung. Schnell. Was können wir tun? Nichts. Ja, ich würde sagen, ich schieße erstmal so ein bisschen. Ja, ist zu gefährlich hier irgendwie. Wie kann ich den aussetzen? Hallo? Gar nicht. Nein, da doch nicht durch. Oh, mein Gott. So, jetzt geht's los. Jetzt muss ich ran hier. So, wo ist der Feuerschutz? Da.
Ja, ich muss es riskieren. Sonst komme ich ja nicht weiter. Ich komme. Eine Granate oder so? Pass auf. Nee. Ich putsch mich noch einmal auf. Kurz vorm Ausrasten. Achso, da kann ich nur feuern. Kann ich gar nicht umklatschen. Ja, okay, muss ich aber feuern. Sonst komme ich ja nicht weiter hier. Ah. War ausgeschaltet, genau. Gut. Sehr schön. Kommunikationsausrüstung im nächsten Raum. Das muss das Relais sein. Merkwürdig. Die Hybriden, die hier leben, sie hausen wie in einer Advent-Kaserne. The Return of the Advent. Haupttür. Feuerschutz. Verwundungswahrscheinlichkeit? Klingt nicht so gut. Nee, das ist schlecht. Rot. Rot ist immer schlecht. Los geht's. Sesam, öffne dich! Oh. Ein Wächter mit Schild. Na gut. Wie viel hält denn dein Schild aus? Hä? Nicht so viel, aber... Er ist noch, hat noch 4 Punkte. Hatte. So, ein Geschütz. Was haben wir denn noch hier? Das ist hier so ein Andromedon. So eine taffe Kreatur, so ein Alien. Ah, den könnte ich mal anheben. Beziehungsweise Deckungssprint. Wir hatten eine niedrige Deckung, da würde ich sagen, ich rette mich lieber sofort in die Deckung. Ist mir ein bisschen sicherer. Es könnte nämlich gefährlich werden hier. So, was haben wir noch? Furchtloser Vorsturm. Bestimmt noch so ein Feindsund führt einen Nahkampfangriff aus. Oh, ich glaube, ich mache erstmal Deckungssprint. Das scheint mir jetzt ein bisschen zu forsch zu sein, weil dieses Andromedon, das ist doch ein bisschen tough. Ja, vorsichtig. So, wen haben wir denn da? Sehen Sie das Ziel. Sie dürfen das Ding nicht zerstören. Das hier? Kommando, okay, harmlos. Andromedon, 10. Ja, der ist nicht harmlos. Geschütz, klar. Stationär. Purifikator mit Flammenwerfer ist auch unangenehm. Aber gut, das schaffen wir. So, jetzt würde ich erstmal sagen, Teamarbeit. Wir ziehen Verge nach oben. Verge, bitte. Genau. Was können wir noch tun? Kooperation hilft einem Teammitglied zu eine zusätzliche Aktion. Könnte ich mir noch aufsparen, oder?
Oder auf Verge. Ich überlege gerade. Überwältigen? Nee. Feuerschutz? Ich glaube, Feuerschutz kann nicht schaden. Wo bin ich denn hier? Da, ja. Ich glaube, ich mache mal Feuerschutz. Oder? Ich könnte auch schießen. Ich habe ja ein Ziel. Ja, wieso nicht? Ah, schade. Pech. Na gut, getroffen. So, jetzt kommt Verge. Stumpfsinn auf den, auf das Andromedon. Ich hoffe, das klappt. Ja, hat geklappt. Kampfwahnsinn auf. Ja. Auf. Den. Bitte nicht auf mich schießen. Berserk. Nein. Ah, doch. Wir rücken vor. Hä? Siebe die Beute aus. Verge hat Schaden genommen. Okay. So. Okay, Adrenalinstoß ist noch gesperrt. Ist noch der Cooldown drauf. Aber gut, wir kriegen es auch so hin. Aufputschen kann ich. Beendet die Runde nicht. Kann ich aber nur einmal machen. Ah. Aufgedreht! Und? Ja. Wir sagen, schießen erstmal. Ist noch ein bisschen zu tough hier, der Andromedon. Wenn ich ihn jetzt anschieße, wacht er, glaube ich, aus der Betäubung auf. Ich sollte erstmal den rausnehmen hier, den Puri. Und? Ich speichere mal. Sephir, du musst jetzt mal so ein bisschen hier angreifen. Und zwar von. Das ist der. Das Kommando, der ist harmlos. Aber das Geschütz ist dann noch, das ist nicht harmlos. Wir sollten erstmal hier den. Erstmal hier hin. Aus dem Weg jetzt. Schnell und stetig. Vorbereiten. So, wir müssen erstmal so ein bisschen sturmreif schießen hier, denn das Andromedon, der ist noch ein bisschen tough. Und zwar fangen wir jetzt an mit Abklingzeit 2 Runden festnageln. Kooperation. Ich glaube, Verge heilen erstmal. Brauchst du Hilfe? Danke. Und dann Abklingzeit 3 Runden. Na gut, wir brauchen's. Und zwar auf ja, Exium.
Ich stell sie auf, du haust sie um. So, jetzt. Oh, das Geschütz umklatschen. Ist ein bisschen Harakiri. Ein wenig schon, aber ich habe viel Wut. Das sollte klappen. Auch wenn ich Schaden nehme. Das sollte klappen. Das Kommando kriege ich noch irgendwie kleiner hin? Ja, sollte klappen. Moment, wer ist jetzt dran? Genau, Axiom. Nicht, dass ich jetzt die Falschen schicke. Klar, der kann ja nur umklatschen. Die anderen können das ja gar nicht. Ist ja diese Sonderaktion hier. Die Party ist vorbei! Ja, Feuer. Oh, ja. Ein wenig riskantes Kommando. Ah, nicht besonders gut getroffen beim Umklatschen. Also Geschütze sind da ein bisschen resistent dagegen. Okay, war nicht ganz so erfolgreich. Ja, das Kommando muss ich erstmal lahmlegen hier. Ja, genau. Ja, die Axiom-Aktion war ein wenig optimistisch, aber naja. Wenn es einer aushält, dann Axiom. So, was können wir noch tun? Ah, ist ein bisschen riskant hier. Ah ne, Gedankenschlag, genau. Das ist nicht riskant. Fügt jedem Gegner, der verbunden ist, über das Neuralnetzwerk Schaden zu. Wehre dich nicht! Oh Mann! Jetzt muss ich... Ah! Jetzt muss ich aufpassen mit Axiom. Das war doch alles so optimistisch. Eine Verwundung? Ah. Das war ein bisschen zu optimistisch gedacht, alles. Ja, hier soll ich jetzt aufs Ganze gehen? Ah. Wut 5. Ich hätte Lust zu. Ja, irgendwie schon. Auch wenn es sehr riskant ist. Ich mach's mal. Jetzt wird gerammt! Hä? Oh, Amok! Ja gut, es hat kräftig zugelangt, auch da hinten, diesem Monster. Ziemlich viel abgezogen. Aber das Geschütz... Nee, ist weg. Also war es doch Erfolg, aber ich muss jetzt dringend, ja... helfen hier. Und zwar dieses Vieh hier ausschalten. Mit Sephir. Lähmungsschlag. Hä? Nein, explodiert der. Ach, der ist gar nicht weg. Der hat noch Sonderfähigkeiten. Was ist mit dem los? Oh, der ist noch gar nicht down. Hat der irgendwie zwei Rüstungen? Ach, das war der Exosuit. Der ist jetzt kaputt und der Innere ist immer noch am Leben. Ach so, sind quasi zwei in einem. Okay, jetzt verstehe ich. Erinnert dich erst einmal, genau. Also der äußere Anzug ist jetzt kaputt, aber innen drin das, vielleicht kann man es ja mal sehen hier, das ist so eine Art Exosuit, der ist jetzt noch aktiv. Okay. Kann ich noch was tun? Außer wegrennen? Was sollen wir denn hier? Parieren? Nö. Um die Ecke. Das Geschütz, ist das jetzt noch okay oder? Dampft gar nicht. Ah, ich gehe mal lieber hier hin. Ist mir jetzt zu riskant. Mit dem Geschütz. Ach, das ist ja auch noch einer. Eins am anderen. Hm.
So. Terminal heilen. Ganz dringend. Exium. Dann flicken wir dich mal wieder zusammen. Genau. Nichts kann uns besiegen. Und? Dann nageln wir noch hier dieses komische Monster fest. Der hat noch 8 Lebenspunkte. Oh, ja. Den werden wir noch ein bisschen festnageln und nach hinten schieben. Genau. Das Kommando ist ja relativ harmlos. Birch, Gedankenschlag. Oder schießen. Ich glaube, wir können beides machen, oder? Beendet das die Runde? Ja, beendet die Runde. So, Exium. Adrenalinstoß. Auf jeden Fall. Aufputschen. Wenn ich es öfter. Bereit für die Action. Aufputschen. Ich weiß gar nicht, wie oft. Wer will was? Ich weiß gar nicht. Ist das jetzt Rundenende? Kurz vorm Ausrasten. So. Umklatschen. Schießen. Was sagt denn der Schuss? 4 bis 6. Ah, ich glaube, es reicht nicht. Ich mach mal umklatschen. Ich stürme heran! Oh, ja. Aber ich kann noch weg, das ist gut. Ja, ich bin da ziemlich aggressiv jetzt mit Exium, aber habe ich mal Bock drauf. Was ist denn hier mit dem Geschütz? Ist das kaputt? Ich glaube schon, ja. Wenn das nicht kaputt ist, ich geh mal hier hin. Deckung. Platz da! Schnell und unsichtbar! So, C4. Den sollte ich jetzt aber kriegen hier, den Typen. Ja, sollte klappen. Da läuft schon alles raus. Genau, das war's. Ach, Verstärkung! Von wo kommen die? Von da und von... Wir müssen das Gerät jetzt beschützen. Von überall. Oh, ich habe mich zu früh gefreut. Schütze das Propaganda-Relais. Ja. 3 Wellen Verstärkung kommen dann noch, anscheinend. Okay, das heißt, wir müssen ein wenig... Ja, erstmal speichere ich. Überlegen, wie wir das überleben. So, da kommen welche durchs Fenster, hier kommen welche und da durchs Fenster. Also, Exium kann eigentlich bleiben. C4 sollte, ja. Kann er nicht schießen, ist schlecht. Sollte wirklich auch in Deckung gehen ein bisschen. Kann ja auch keinen Feuerschutz geben. Aber die anderen müssen Feuerschutz machen auf die Türen. Erstmal heilen. Gremlin auf dem Weg. Danke, schätze ich. Schätze ich. Und Feuerschutz. So. Verge. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der ist ein bisschen anfälliger. Wohin mit dir? Das ist blöd.
Wäre nicht so ideal hier die Deckung. Hm. Hier vielleicht? Ah, zu gefährlich. Ah, knifflig. Sehr knifflig. Hier vielleicht? Hier vielleicht. Ah, ein bisschen dangerous. Gefällt mir jetzt nicht so richtig. Irgendwie. Aber ich kann ja nicht Terminal da ganz alleine lassen. Nee, es geht nicht. Nee, nee. Vielleicht hier hin. Oder hier hin? Ich geh mal hier hin. Feuerschutz. Naja. Ich kann alles sehen. Die überraschen uns nicht. Wird sich zeigen. Ja, da kommen wahrscheinlich mehr hier. Ist egal. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Feuerschutz-Mode. Ich muss ja da auf den Feuerschutz überhaupt machen, weil Sephir kann das ja gar nicht, genau. So sieht's aus. Oh, 3. Oh, hart. Gut. Aha. Okay, nicht so tough wie Geist, zum Glück. Die können wir aus dem Spiel nehmen. Den aber sicher. Und? Tschüss. Schon auf dem Weg. Da kommt keiner. Ach so, die sind alle hier durchgekommen. Ah, okay, ja. Das heißt, wir könnten eigentlich uns hier verschanzen. Ist vielleicht besser. Erstmal heilen. Verge? Ach so, wir brauchen keinen Heilen. Nö. Ja, dann. Nee, ist zu wenig. Wir müssen das Gerät ja auch beschützen, von daher. Also schon besser hier. Hm. So, Virtue muss auch mal so ein bisschen weg da. Hier. Komm herüber. So, und Axiom, bitte. Walte deines Amtes. Angeheizt! Wie viel hat er denn Wut? Klappt das? Oder schießen? Schießen bringt 87, 4 bis 6. Umklatschen. Ja, ich glaube, schießen ist in dem Fall mal besser. Allerdings. Okay, jetzt kommen sie von da.
Nicht mehr lange. Sephir. Geh mal hier hin. Ja, ich glaube, hier ist ganz gut. Lauer auf die Gelegenheit. Androide. Den schicken wir nach hinten. Moment. Nach hinten schicken. Und zwar den. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Den kann ich gar nicht schicken. Festnageln den. Ja, okay. Dann heilen irgendwen? Nö. Moment mal, wo stehe ich eigentlich? In der Schusslinie? Ah, ich muss weg. Auf jeden Fall. Wichtiger. Oh, er zündet wieder seine Bombe. Selbstmordkommando. Obwohl ich wohl jetzt in Deckung gegangen bin. So, Verge. Kampfwahnsinn. Das ist gut. Ah, nicht ganz. Aber wenn er gleich explodiert, wäre auch nicht schlecht. Aber ein bisschen drüben, nicht bei uns. Gedankenschlag. Waffe abfeuern. Wo stehe ich überhaupt? Der muss auch mal in Deckung. Auch zu gefährlich da. Da. So, was haben wir jetzt? Lähmungsschlag. Das ist noch ein bisschen riskant. Das lassen wir mal lieber. Wie komme ich denn jetzt weiter hier? Achso, Runde beenden. Zug beenden. Also nur für den hoffe ich, nicht für alle. Das wäre ja ganz blöd. Ich speichere mal. Die Funktion habe ich noch nie benutzt. Ich nehme mal an für den Charakter, aber nicht für alles. Das wäre schon blöd. So, zurück zum Spiel. Jetzt mache ich mal das hier. Zug beenden. Genau. Ja, fast leer geschossen. Ja, Quatsch uns. So, Axiom. Was sagt dein Adrenalinpegel? 4. Ja. Was sagt deine Schusslinie? Auch nicht schlecht. Nachladen müsste ich vorher mal. Auch wichtig. Deshalb kann ich leider nicht mehr schießen. Waffe voll! Und Feuer. Oh, die nächste Welle kommt. Ah. Next Wave. Arriving. Ja. Aufpassen. Nebel. Die Munition ist fast leer. Dann lade nach, Mädel. Bereit für müssen wir alles. Ihn heilen? Nö, alle fit. Kooperation. Was ist die Schusslinie? Nee. Kooperation mit Verge. Stumpfsinn? Nee, Kampfwahnsinn auf einen der Newbies da. Schadenfreude.
Oh, Sturmangriff. Oh, nein! Glück gehabt. Meine Güte, noch ein Androide. Oh ja. Das ist ein bisschen... Oh, die Deckung ist weg. Oh Gott. Jetzt werden sie aber wild da. Jetzt werden sie aber wild da drüben im Raum hier. Aber wir kriegen sie. Aber die Androiden sind gefährlich wegen der Bomben. Mehr zu eine verlorene Seele aus. Terminal muss da weg. So, Lähmungsschlag. Mitgeteilung. Ja, das kann ich ja nachkaufen. Wäre nicht schlecht. Und Lähmungsschlag gegen. Sollte ich hinkriegen. Und? Zurück. Beeile mich! Lass dich nicht erwischen! Die Kommentare sind gut. Auch der Situation immer angepasst. Ich speichere mal. Nicht, dass das Ding gleich freest, das wäre ärgerlich. Zurück zum Spiel. So. So, Axiom. Keine Deckung mehr. Weg. So, wen haben wir denn noch? Kommando? Ja. Würde sagen. Jetzt werde ich so ein bisschen übermütig. 1, 2, 3 noch. Okay. Ja, dann nicht übermütig. aber Deckung wäre nicht schlecht. Auf Dauer. Und Terminal sollte auch mal in Deckung gehen. Wichtig. Und heilen. Schön. Sturmangriff. Achtung, Bombe. Aber durch die Wut baut er wieder seine Kraft auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Verge. Achso, kann nur schießen. Okay. Schade. Und... zu gefährlich. Da ist noch einer. Nee, Quatsch, nur noch der Androide. Ja, das mache ich aber nicht mit Zephyr, glaube ich. Zu gefährlich. Ich glaube, ich hau mal ab hier. Nachher explodiert er wieder. Das muss ich nicht haben. Ah, das Gerät. Das darf nicht kaputt gehen. Ich muss ihn ausschalten. Ah, auf jeden Fall. Was habe ich denn noch hier? Ich muss ihn kriegen. Wir haben's. Okay. Taktisch sehr anspruchsvoll, aber zu machen. Macht Spaß. Also diese Kräfte einsetzen und so im Verbund. So, das hätten wir. Unruhe gesenkt. Credits. Information. Gute Arbeit. Die Bürger von City 31 kennen nun das wahre Gesicht der Heiligen Spirale
Und es gefällt Ihnen ganz und gar nicht. Ja, mir auch nicht. Ein ehemaliger Advent-Commander, mutmaßlich fürs Bucktown-Massaker verantwortlich, Klonvorlage für tausende Hybride aus der Advent-Era. Ja. Neueste Informationen. Und es geht weiter. Aber natürlich in der nächsten Episode von XCOM Chimera Squad. Vielen Dank fürs Zusehen. Und da machen wir auch die Beförderung. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir kriegen sie. Und wir müssen die Anarchie im Auge behalten. Das schaffen wir schon, oder? Wir werden sehen. Ciao, der Argonaut.